Herr Kocher, sicherlich bitter, wenn man vor allem die letzten Minuten betrachtet, in denen Sie sich vielleicht noch einen Punkt hätten sichern können im Abstiegskampf. Ja klar, ich habe es ja eben schon in der Pressekonferenz gesagt. Ich denke, erste Halbzeit hat man die Verunsicherung vielleicht sogar bei Spielberg mehr gemerkt wie bei uns. Aber grundsätzlich denke ich, erste Halbzeit waren wenig Torchancen auf beiden Seiten. Dann natürlich durch einen krassen individuellen Fehler, den Spielberg gut ausgenutzt hat, in Rückstand geraten. Aber dann auch zweite Halbzeit wieder gut ins Spiel gefunden. Dann machst du den Ausgleich und dann fallen natürlich das 2-1 und das 3-1 fallen dann zu schnell. Ich glaube, wenn wir in der Phase nach dem 1-1 das Spiel länger unentschieden hätten halten können, dann wäre Spielberg vielleicht noch nervöser geworden. So kamen sie durch die zwei Standards 3-1 oder gingen sie 3-1 in Führung. Und da muss man einfach sagen, das ist auch dann schwer zu verteidigen, weil die Standardsituationen von Ricardo Di Piazza, die sind nun mal sehr gut und Spielberg hat 3-4 richtig gute Kopfballspieler. Das haben sie ausgenutzt. Aber auch danach hat meine Mannschaft Moral gezeigt, hat weiter nach vorne gespielt, probiert, kam dann mit dem 3-2 nochmal zurück. Und dann denke ich, in den letzten 5-6 Minuten bei ein, zwei Schusschancen, bei der Riesenchance von André Becker, wäre ein Punkt meiner Meinung nach noch nicht mal unverdient gewesen. Wie gesagt, das 4-2 zähle ich dann immer, weil ob du jetzt dann hier 3-2 oder 4-2 verlierst, ist unterm Strich egal. Es ist natürlich enttäuschend für die Mannschaft, weil sie eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat, betreibt einen Riesenaufwand. Belohnt sich leider nicht dafür, aber wie gesagt, jetzt gilt es nach vorne zu schauen. Wir haben am nächsten Samstag das nächste Endspiel für uns, zu Hause gegen Oberachern. Das musst du gewinnen, wenn du noch eine Chance haben willst, aber ich denke auch mit der Leistung von heute und auch den letzten Wochen sind wir da durchaus in der Lage, das Heimspiel erfolgreich zu gestalten und dann muss man einfach sehen, wie dann die Situation ist und was die letzten zwei Spieltage noch passiert. Also der Abstieg aus eigener Kraft zu verhindern, ist es noch möglich? Ja, natürlich. Ich sage jetzt mal, wenn du natürlich jetzt dreimal gewinnst, dann schaffst du es aus eigener Kraft. Das hängt natürlich jetzt auch wieder ein bisschen ab, wie die anderen morgen spielen und die nächsten Wochen. Aber klar, das war jetzt heute ein Rückschlag. Oder heute hättest du mit dem Dreier natürlich auch Spielberg ganz mit unten reinziehen können. Das ist uns nicht gelungen. Aber noch sind wir nicht abgestiegen. Und wir werden alles dafür tun, um die Klasse zu halten. Herr Kocher, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.